Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Sims 3 Let's Play. Wir sind hier immer noch dabei. Oh, du hast Kaffee. Ah ja, genau, du hast Kaffee getrunken. Wir sind hier immer noch dabei, irgendwie unsere unsere Geschenkeparty hier irgendwie so zu feiern. Und das war halt, es ist bisher noch nicht, läuft noch nicht ganz so gut, muss ich sagen. Es bleiben irgendwie alle hungrig und keiner macht weiter und ach, keine Ahnung. Wir lassen uns einfach alle Geschenke zum Öffnen. Du hast zu lange gewartet. Die Gäste sind ungeduldig geworden und haben begonnen, eigenmächtig die Geschenke zu öffnen. Hä? Wer bist du denn? Habe ich dich eingeladen? Oh ja, dich habe ich eingeladen. Was, ich muss jetzt gehen, aber danke, viel Spaß. Was? Hallo? Ihr habt doch noch gar nichts geöffnet. Es ist doch gerade noch ein Geschenk dazugekommen. Ich hatte viel Spaß. Okay. So, Schüssel nehmen. Also bitte, was für eine tolle Party. Ich habe mich großartig amüsiert. Ich hatte viel Spaß. Nette Party, leider muss jetzt gehen. Ich hatte viel Spaß. Oh, ich habe die Hausaufgaben eben ja gemacht. Jessica, das hat jemand Alter erreicht. Okay. Ja, das ist irgendwie blöd, gell? Eins muss man dir lassen, du weißt, wie man Partys veranstaltet. Bis später. Ja. Okay. Alter, was geht mit dir? Gloria? Wow, was für eine Party. Aber jetzt muss ich jetzt mal Schluss machen. Tschüss. Ja, ich bin ja irgendwie der Hoffnung, dass da irgendwie was besser geworden ist. Wieso isst du nicht? Du sollst doch essen, Madame. Bist du deppert? Ist das anstrengend? So, kann ich da jetzt irgendwas noch machen? Alle zum Geschenkeöffner rufen. Du hast zu lange gewartet. Was kann ich denn dafür, wenn die sich alle da hintummeln und dann nicht weitermachen, dass sie einfach was nehmen und weggehen? Nee, es stehen alle vorm Essen und schauen blöd zu, wie der andere Ewigkeit braucht, bis er sich was nimmt. Da kann ich doch gar nichts dafür. Und zumal das haben wir noch nicht mal alle gegessen. Du gehst duschen. Benutzen. Säubern. Ja, dein Typi ist leider nicht mehr da. Was? Mit wem kann ich denn Baby machen? Ach, der ist eh immer noch da. Okay, warte mal. Du wirst einfach jetzt mit ihm hier noch ein Techtelmecht machen. Wenn er noch vor der Tür steht oder so, weil angeblich ist er ja noch da. Und du, genau, was wir jetzt noch machen, oh, das werde ich wahrscheinlich nicht machen können, glaube ich, weil zu wenig Geld da ist. Oh, Schmoren. Das verkaufen wir auch. Puh. So, warte mal, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? So. So. 1900 Simoleons. Es ist ein ziemlich dunkles Bett. Okay, wir können maximal das kaufen. Ah ja, genau. Jetzt sollte ich mal den Mod hier wieder ausschalten. Also den Cheat. Das kann ich, glaube ich, nicht kaufen, gell? Doch, das kann ich kaufen. Sehr schön. Nicht genug Geld, scheiße. Kann ich doch nicht kaufen. Nein, das ist das hier. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Okay, wir werden jetzt einfach mal das hier kaufen. Allerdings mit einem anderen Ding. Das Dunkle passt eigentlich schon.
Dein Zimmer ist zu klein. Okay, warte mal, das müssen wir rausstellen kurz, damit ich das hier so herstellen kann. Dann kommt es dahin, das kommt hierhin und der kommt dahin. Wir stopfen alles hier irgendwie rein. Irgendwie muss das hier Platz haben. Okay, wir haben immer weniger Geld. Okay, ist irgendwie ein bisschen blöd, gell? So, und zwar wirst du nämlich jetzt einfach hier dein erstes Techtelmechtel mit Gloria Kingsman dann haben. Absetzen. Passt. Ja, dann kannst du schlafen und du schlafen. Was machst du denn da? Du gehst da hoch, gell? Puh, das war heftig. Okay. Ist denn Alexandre ist doch noch da? Kann ich den nicht mehr anquatschen? Wieso hast du jetzt schon wieder so komische Haare? Was macht meine Mutter bei mir im Bett? Oh, ich habe eine... Oh, ich habe eine Vermutung. Was für eine Party. Super. Ja, Mädel. Techtelmechtel, genau. Junge, Techtelmechtel, passt. Nora, warte mal. Nein. Macht ihr jetzt noch ein Kind, oder was? Na, jetzt bin ich gespannt. Angst im Dunkeln, warte mal. Und dreckige Umgebung. Achso, ja, dreckige Umgebung, okay. So. Wie darf ich das jetzt verstehen? Weißt du, was ist das denn für eine Mutter? Die kommt auf die Party der Tochter, mit der sie kaum Kontakt hat. Und dann wagt sie es einfach, ins Schlafzimmer von ihrer Tochter zu gehen und da mit ihrem Mann rumzufüllen. Das gibt's doch nicht. Ach Gott. Was mit dir? Nee, 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 nee. Du gehst da nicht schlafen, du gehst hier hin. Hier hingehen. So, bist du jetzt wieder schwanger oder nicht? Oder wie schaut das aus? Okay, freundschaftlich grüßen. So, warte mal. Du wirst jetzt einfach hier bitten zu gehen. Evelyn hat bitten zu gehen. Extrem schlafen. Okay, warte mal. Techtelmechtel mit Gloria. Was ist mit dir? Geh, du kannst da bitte auch gehen, gell? Alter, wieso sauchst du denn jetzt Kaffee? Ja, genau, hier, bitten zu gehen. Passt. Ah, der ist jetzt auch schon gegangen, oder was? Techtelmechtel? Ja, der ist weg. Ja, Anita, du hast zu lange gebraucht. Okay, warte mal, extrem schlafen. Nein! Nein! Okay, warte mal. Techtelwichtel mit... Du hast doch nicht zu lange gebraucht. Ah! Entspannen. Es ist mir egal, was andere sagen. Ich finde dich heiß. Ja, super. So, warte mal. Du lässt das hier jetzt bitte und sagst hier bitten zu gehen. Bitten zu gehen. Du sagst hier bitte mitmachen. Nein, 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 nein. Tolle Party, wo eben das ich bin weg. Ja, gut. Geh schlafen.
Geh schlafen, Nickerchen machen, Tagträumen. Geh einfach Bett machen, extrem schlafen. So, was ist mit dir jetzt? Ihr steht immer noch da und ja. Was Schaulustige gehabt, Charlotte Schuh, Nicholas Riverhawk bei einem hitzigen Streit beobachtet. Da ist etwas nicht in Ordnung. Tja. Mir ist egal, was die anderen sagen. Ich finde dich heiß. Super. Was ist jetzt mit Hector? Oder konntest du ihm jetzt auch sagen, dass er gehen soll oder nicht? Oder wie schaut das aus? Ich glaube, das ist alles ein bisschen zu viel jetzt gerade gewesen, ne? So, könnt ihr jetzt dann endlich mal hier hoch oder so? Oder keine Ahnung. Hier romantisch verliebt umarmen. Romantisch. Techtelmechtel. Wieso geht hier nix? Weil er denkt an Medizin, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, Gloria Kingsman, was ist jetzt hier? Alle bitten zu gehen, nur mal freundlich. Kennenlernen. Redest du mit ihr irgendwie? Drei Fahrzeuge wurden gelöscht. Ich glaube, du solltest bald mal hier schlafen gehen, weil du musst morgen wieder in die Schule. Eigentlich heute noch. Alter. Okay. In der Hoffnung, dass du selbst nicht verbuggt bist. Eieieiei. Ist das anstrengend? Okay, also die Party ist nicht so verlaufen, wie ich mir das erhofft hatte. Ich weiß allerdings nicht, warum das Spiel jetzt so viel gestockt hat und warum die eigentlich die ganze Zeit nur rumgestanden sind. Und naja, keine Ahnung. Ich kann es mir echt nicht erklären. Entweder. Okay. Entweder es liegt am Rechner, dass der ein bisschen zu schwach ist. Was ich mir aber auch irgendwie nicht so ganz vorstellen kann, aber gut, oder es liegt am Spiel. Die zwei Möglichkeiten gibt's. So, Gloria muss bald gehen, sie hat noch andere Verpflichtungen. Ja, ich weiß, dass sie andere Verpflichtungen hat, aber ich habe sie zum Übernachten eingeladen. Außerdem kann sie auch in die Schule fahren, wenn sie bei mir wohnt. Also nicht wohnt, ist. Extremes Schaumbad nehmen. Sämtliches Geschirr auf diesem Grundstück. Wegräumen. So. Du wirst auch bald aufwachen um 7 Uhr. Du wirst auch um 7 Uhr wach. Chinny Lo und Nestor Murnali scheinen sich in letzter Zeit näher gekommen zu sein. Gute Freunde fragen sich, ob wohl mehr dahinter steckt. Eunice Petritsch weiß einfach nicht, wann es an der Zeit ist, aufzugeben. Jo, anscheinend haben wir da schon wieder.
Einen Stalker oder so. So, die Feier von Anita ist ganz gut verlaufen. Die Gäste sind froh, dass sie dabei waren. Das ist super. Aha, warte mal. Okay, Reste brauchen wir nicht essen. Das haben wir eh alles aufgeräumt jetzt. Ja, ich mach mich doch eh schon fertig. Was willst du überhaupt? So, der wird erstmal weggeräumt. Ups. Verkaufen wollte ich den jetzt eigentlich nicht, aber ist ja wurscht, gell? Wir kommen ja wieder zu Geld. Ich hoffe, bald mal. Was ich noch nicht so ganz verstehe, wie gesagt, ist, warum? Aufgrund einer kurzen Umstrukturierung und Jake, wo ist schon Laila Alpha halt direkt untergestellt, okay. So, genau, okay, du gehst jetzt arbeiten, das ist sehr gut. So, Gloria muss bald gehen, sie hat andere Verpflichtungen. Wann kommt denn der Bus eigentlich? Also um 7 stehst du jetzt dann eh auf, okay. Okay. So, was ist mit dir? Fährt in etwa einer Stunde. Ist zu spät zur Arbeit gekommen? Lol, geht's noch? So, was ist mit dir? Warte mal, du machst jetzt erstmal dein Bett. Bett machen. Bett machen. So, warte mal, dann gehst du hier duschen. Mit Gloria Kingsman einfach zusammen, oder? Du machst das Bett. Extrem duschen und säuberst ist dann auch brav. Und dann könntest du vielleicht noch irgendwas essen. Mal gucken. So, wie schaut das bei euch aus? Beste Freundin. Oh. Ihr gefällt das gar nicht. Mir ist egal, was die anderen sagen. Ich finde dich heiß. Die Jessica, okay. Super. Jetzt wird noch geduscht. Es wird noch geduscht, Junge. Wir haben sich geküsst, okay. Kostenloser Urlaub. Nee, das lasse ich mal, weil sonst ist wieder mein ganzes Spiel im Arsch. Toll, die hat jetzt nichts mehr machen können. Nicht mehr ihre... Ach, du grüne Kacke. Das Einzige, was sich verbessert, ist das Essen. Okay, verbessert sich da jetzt auch irgendwas? Sie mag keine Kinder. Oh, sie ist mit Rondell zusammen. Okay, zur Schule gehen, zur Schule fahren. Dieses zuerst zögerliche Aufeinandertreffen zitternder Lippen ist eine Erinnerung, die ein Leben lang erhalten bleibt. Ja, so könnte man sagen, ne? So, was haben wir denn noch zu machen? Ich persönlich weiß ja, dass sie noch andere Verpflichtungen hat. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie einfach nicht geht. So, genau. Ich muss nach Hause. Tschüss. Rechnung bezahlen, Post nehmen, alles Mögliche. So, du bist voll happy drauf. Ich möchte es eigentlich gerne noch mal kurz hier hinschauen. Weil eigentlich... Charlotta Schuh. Wieso ist das...
verstehe ich nicht. Normalerweise dürfte hier nichts sein, normal, also normal halt so eigentlich. Weil das ist ja alles zu. Ich habe auch hier die Dinge habe ich zugemacht. Die kleinen Ecken, die noch frei gewesen wären, die sind zu. Also das verstehe ich nicht so ganz, warum das. Oder muss ich da extra noch ein Ding machen? Warte mal. Schreibclub. Ja, ich habe ja keinen. Ach so, warte mal. Ich habe doch Geld dafür. Warte. Hier, Immobilie auf Grundstück bauen. Ich habe nämlich insofern Geld dafür, weil wir den Holzboden nehmen können, einfach der nichts kostet. Nur, was ich jetzt so gerade nicht so ganz. So, warte mal. Das hier wird weggemacht, das hier wird weggemacht. Ah. Echt jetzt? Das muss ich dann noch ändern. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ich meine, das guckt zwar jetzt so witzig raus, das muss ich dann mal irgendwann anders noch ändern. Aber jetzt eigentlich dürfte da ja nichts mehr offen sein dann demnach. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, ja. So, ändere Debug. Also Alter, absolut. Debug, bewegen. Optionen. Aha. Oh. Kopfsalat. Kriege ich den auch? Ja. So, weil dann würde ich den nämlich auch gern pflanzen. Wenn wir dann schon hier sind. Genau, hier pflanzen. Ah, und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier fertig werden im Haushalt, gell? Die Post machen und alles Mögliche. Alles Mögliche. Wann kommst du heim? Um 14 Uhr. Also bei einer Geschenkeparty sollte man eigentlich eher darauf achten, dass man einfach uiuiui. Dass man einfach gleich dann die Ding aufmacht. Die Geschenke aufmacht, weil sonst sind die Leute gelangweilt, du machst einfach selber auf und du kannst es nicht mehr machen. So. Joe Haberkost möchte wissen, ob Nora Hope an einer Verabredung interessiert ist. Tut mir leid, nein. So. Ich brauche da noch Unmengen an Geld. Ah! Wieso kann ich das nicht machen? Gray Schuh, Gary Schuh, okay. So, du bist hier. Eine gute Schülerin, glaube ich. Ja, gut. Juliette Kingsman. Das war's mit der Beziehung. 300. Wieso? Okay, warte mal. Was ich jetzt eigentlich noch machen wollte, ist hier Alchemie lernen, gell? Alchemie lesen. Genau. Du wirst dann Essen und Alchemie lesen. Und jetzt schauen wir uns noch an, was kam denn da so rein. Ben hat in der Post einen Brief von Jeanette Winterly erhalten. Darin steht, vielen Dank. Jetzt kann ich dir endlich sagen, wie besonders du für mich bist.
Aha, aufgrund eines angeborenen logischen Verstandes und seiner beeindruckenden Fitness wurde Emmett dem Polizeichef als zukünftiger Mitarbeiter bei der Verbrechensbekämpfung empfohlen. Der Polizeichef bietet ihm einen Posten als Verkehrspolizist, Job Level 3, in der Gesetzeshüterkarriere an. Soll Emmett seine derzeitige Position als Truppenleiter aufgeben? Nein. Okay, vielen Dank. Okay, du bist für beide Mädels was Besonderes. Sydney Schuh ist sich ihrer Liebe zu Danny Schuh immer noch sicher. Passt. Das ist schön zu hören. Das ist echt schön zu hören. So, wir haben hier. Oh, Hygiene. Wow. So, warte mal. In 4 Tagen ist wieder Vollmond. Das heißt. Was heißt das? Wir gehen heute einfach mal nach Hause. Ja, wenn wir fertig sind, gehen wir einfach nach Hause. Phil und Astrid, okay. Das verstehe ich nicht so ganz. Mal ist er mit der zusammen, mit der. Der wird, glaube ich, wenn er stirbt, wird er alleine sein oder so. Nee, warte mal, das wollte ich jetzt gar nicht aufmachen. Das hier. Genau, momentan ist er alleine, sie ist zusammen und zum Glück nicht wieder schwanger. Sehr krank ist das. Na gut, ich werde hier jetzt erstmal einen Cut machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, dann werde ich mal sehen, was ich hier so mache, weil ich habe jetzt 3 potenzielle Mädels, wo ich sagen kann, okay, ich schwänge eine von diesen und werde dann sehen, wie das Ganze abläuft, wenn, oder was passiert, wenn die Kinder am Vollmond rauskommen, also zu Vollmond kommen. Das werde ich jetzt mal bewusst machen, weil ich den Mod unbedingt mal hier feststellen möchte, also haben möchte, dass er mal zutrifft. Und wenn er spontan nicht funktioniert, dann ja, muss ich da wohl irgendwie nachhelfen. Sternzeichen von Colin Murnale herausfinden, okay. Ich finde das gerade ziemlich bescheiden, dass meine Nase so zu ist. Aber was soll ich machen, ne? Sämtliches Geschirr abspülen, okay. Wenn du den ersten Punkt erreicht hast, machst du das da mal. Das Problem ist nur, er kommt nicht weiter bei der Arbeit, ne? Naja, eigentlich sollte er heute schon befördert werden. So, Emmet 572. 1000. Oh, ja, genau. Er ist befördert worden. Sehr schön. Wurde befördert. Den ersten Schritt. Liste der besten Schüler. Okay, warte mal, du fährst jetzt nicht nach Hause, sondern du wirst hier einfach nach Hause joggen. Extrem joggen. Schweißfrei. Du hast es auf die Liste der besten Schüler geschafft. Du wirst jetzt einfach die Hausaufgaben dann machen, wenn du zu Hause bist. Oh nein, habe ich die vergessen wegzuräumen, die Zimtrolle. Nee, warte mal, ich habe doch hier auch Zimtrollen drin. Nein, habe ich nicht. Okay, ich dachte, dass ich sie habe, aber ich habe sie nicht in den Kühlschrank gegeben. Ja, ups, gell? Ja, hoppala. So, du machst das Geschenk, warte mal, Geschenk machen. Und zwar deiner Mutter. Oder auch nicht, hallo? Genau, wir können jetzt aber auch hier mal das hier verkaufen wieder und dann dafür ein besseres Bett nehmen. Wie zum Beispiel das hier. Das geht sich nämlich jetzt aus. Nur möchte ich das in einer anderen Farbe haben. Nicht in dem Gelb.
Was nehmen wir dann stattdessen? Wir nehmen stattdessen Rot. Rot. Oder Lila. Okay, hören wir, dann werden wir die Sachen. Wenn wir grau machen. Ja. Passt. Dann machen wir das so. Dann hast du nämlich wenigstens ein andersfärbiges Bett. Das ist schon mal viel wert. So, und dann wirst du jetzt mal hier schnell Hausaufgaben machen. Okay, nein, wirst du nicht. Du bist zu müde zum Hausaufgaben machen. Dann machst du hier schnell ein Nickerchen. Nein, du wirst jetzt keinen Kaffee saufen. Alter Falter. So, und du hast hier schon deine Tochter. Was war das denn jetzt? Was für ein schönes Geschenk. Hab vielen Dank. Oh, ist das cool. Es ist gut geworden, das Geschenk. Habe ich irgendwas für meine Tochter? Ich glaube nicht. Aber ich wäre jetzt, genau, ich wäre jetzt voll dafür, dass das hier mal kurz anhält. Gut, ich mache hier jetzt einen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich erstmal, ciao, ciao.